Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 100% Guides in Let's Play GTA San Andreas. Im letzten Part haben wir die Rennen in Los Santos abgeschlossen, in diesem Part machen wir die Rennen in San Fierro. Die Rennen findet ihr hier, ja, nahe unserer Garage, bei diesem Flaggensymbol hier. Und ich würde sagen, wir legen los. Hier haben wir noch gar keine Rennen gemacht. Also, das wird knifflig. Ich würde sagen, wir starten mit dem Dirt Bike Danger, oder? Ja, das scheint auch die erste Mission zu sein. Wir fahren aber mitten durchs Land, also nichts mit San Fierro, sondern erstmal hier durch die Prärie. Schön mit der Sanchez. Oh, 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 Feuer auf dem Stamm. Okay, das hat uns ein bisschen nach hinten gedrängt. Sollte aber trotzdem kein Problem sein, ja. Ja, 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 ja. Und wie ihr schon gesehen habt, wir werden auch ein Go-Kart-Rennen hier machen. Wird auch, denke ich, nice. Vor allem am Anfang wird es extreme Massenkarambolage geben. Schätze ich jetzt mal. Aber das sehen wir erst in zwei Rennen. So, jetzt müssen wir aber erstmal das hier noch überleben. Aber ich denke mit der Sanchez, also da bin ich eigentlich gut geübt drin mit dem Teil. Das fetzt mir auch, ist eines meiner Lieblingsbikes hier in San Andreas. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer Lieblingsmotorrad hier in San Andreas ist. Ich denke mal, viele tendieren da eher zu der NRG, weil die ist halt, ja, am schnellsten von allen Bikes. Aber ich finde halt auch die Sanchez sehr nice. Gerade hier in der Landschaft. Und sie sieht halt noch extrem geil dazu aus. Berg hoch zu ist sie aber sehr, sehr langsam. Aber haben wir geschafft. Zumindest den Abschnitt. Und hier unten dürfte auch gleich wieder das Ziel kommen. Oder? Nein, noch nicht. Also wir fahren noch ein... Ach doch, ja. Okay. Oh yeah. Gewonnen. Ja, so möchte das auch sein. Keine Ahnung, wo unsere Konkurrenten bleiben. Ist mir aber auch egal, weil es sind alles Noobs im Gegensatz zu mir. Dirtbike Danger. Und jetzt machen wir den Bandito County. Da fahren wir ja mit dem Bandito natürlich. Mit welchem Teil auch sonst. Auch das finde ich extrem cool. Irgendwie hat das so ein geiles Design irgendwie. So, und da die jetzt alle hier KI gesteuert ihre Linie fahren, hängen wir die natürlich gleich am Anfang ab. Es ist jetzt eigentlich derselbe Track. Nochmal. Ich habe jetzt nicht genau den Streckenverlauf jetzt hier gesehen. Aber nein, das ist... Oder wir fahren das rückwärts. Das kann natürlich sein. Obwohl, das sieht doch schon etwas anders aus. Ja, ich denke, das ist eine komplett andere Strecke. Oh, hier aber aufpassen auf jeden Fall. Nicht, dass man hier runterfährt. Oder sich noch überschlägt. Jetzt fahren wir hier durchs Wasser. War das gut? Ja. Ich dachte jetzt schon, ich bleib stecken. Obwohl, es könnte doch sein, oder? Das ist... so, jetzt aber mal hinmachen hier. Okay, das war keiner von den Gegnern, der gerade gehupt hat. Ja, nee, das ist genau dieselbe Strecke, nur umgedreht, doch. Sah anfangs doch nicht so aus, aber das ist tatsächlich dieselbe Strecke. Oder? Nee, doch nicht. An dem Teich hier sind wir letztes Mal nicht vorbeigekommen. Auch nicht hier, das ist Wasser. Nein, das ist eine andere. Ja.
Aber ich schätze, auch die haben wir gleich erledigt. So lang war die Strecke, die war glaube ich genauso lang wie mit dem Sanchez. Ja, hier ist die schon vorbei. Nice, und noch ein kleiner Jump am Ende. Huch. Und ins Wasser. So, mal gucken, was das nächste Rennen ist. Das müsste eigentlich schon Go-Kart sein, oder? Ist es auch. Go-Go-Karting. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Aha, das ist ziemlich cool. Los! Ah, es gibt noch gar nicht mal so eine Action am Anfang, wie ich gedacht hätte. Aber das Handling von den Dingern ist halt einfach nur total gestört. Weil man muss ja eigentlich immer lenken, weil man nie geradeaus fährt. Ah, die legen uns dicht auf den Fersen. Komm. Zum Glück fahren wir hier nur Straße und nicht durch irgendwelche ganz engen Gassen. Obwohl, das kann sich vielleicht jetzt ändern, oder? Wo fahren wir denn jetzt lang? Ah nein, hier die Straße ganz normal. Auf jeden Fall nicht unbedingt hier die Bordsteine mitnehmen, so wie ich es mache. Boah, pass doch mal auf. Weil da kann man sich auch mal ganz schnell überschlagen oder irgendwas. Ich denke, viel Zeit hat man hier nicht, um zu trödeln. Wo fahre ich hier lang? Ja, das sieht richtig aus. Auf jeden Fall haben sie die Rennmission schon echt abwechslungsreich gestaltet, das muss man wirklich sagen. Gerade mit so einem kleinen Gimmick hier wie dem Go-Kart macht es schon echt Laune. Ah, jetzt fahren wir wieder durch eine Gasse, aber das könnte schon das Schluss... Ja, das sieht aus nach dem Finale. Ja, jetzt muss ich immer so links und rechts fahren, weil so wirklich geradeaus fährt er ja nicht, wie er sieht. Komm schon, ist es schon das Ende? Noch nicht. Ah, nein, nein, nein. Aber es sieht gut aus. Wir haben keine Gefahr eigentlich mehr. Und hier vorne ist das Ziel. Sehr, sehr gut. CJ auf dem Go-Kart. Coole Sache. Okay, weiter geht's mit der San Fierro Fast Lane. 2 Kilometer. Mit schnellen Autos. Zumindest ich habe eins. Ich habe den Alpha, glaube ich, heißt er. Sieht man auch nicht so häufig in San Andreas. Boah. Okay. 2 Kilometer ist nicht wirklich lang. Also, das sollten wir auf jeden Fall nicht dem Zufall überlassen. Vor allem, wenn es hier berghoch geht und alles. Aber die fahren ganz nach links. Da könnte ich etwas Speed holen und jetzt hier auch nochmal die Abkürzung nehmen. Und dann sieht es schon mal gut aus. Okay, hier müssen wir wieder hoch. Ja, ein kleiner Drift, aber... auf jeden Fall nicht überschätzen. Weil die meisten Autos hier, die sind wirklich vom Handling her nicht wirklich toll. So, Berg hoch und dort drüben geht's weiter. Ich habe halt immer irgendwie komplette Angst, dass ich hier einen Checkpoint übersehe, also nicht weiß, wo es lang geht. Ah, baue ich hier zu viel Speed auf? Ja, könnte ich noch machen. Hier auf jeden Fall nehme ich etwas Speed weg, nicht, dass ich zu weit fliege. Okay. Okay, das dürfte es eigentlich auch schon fast gewesen sein, oder? Ja, hier vorne ist schon das Ziel.
Super, also bis jetzt San Fierro finde ich fast schon einfacher als Los Santos, muss ich sagen. Aber mal gucken, was uns noch erwartet. Ich will jetzt mal nicht zu viel in den Mund nehmen. Wir machen weiter mit den San Fierro Hills. Und das ist 8 Kilometer lang. Okay. Wir fahren mit dem Phoenix. Auch ein Auto, was... Naja, ich hätte viel lieber den Sultan wie der erste genommen. Mit dem Sultan kann ich eigentlich echt geil fahren. Genauso wie mit dem Infernus. Oh, oh. Ja, schön durchgeschlängelt. 8 Kilometer lang. Das könnte hart werden, vor allem über die Berge drüber und alles von San Fierro. Das nimmt uns ordentlich Speed weg, immer. Ah, bin ich jetzt hier richtig gefahren? Ja, bin ich, gut. Okay, also vom Vorsprung her sieht's erstmal gut aus. Ah, und da haben wir nämlich schon das erste, wenn man hier zu sehr drüber speedet, dann kann es sein, dass man ein anderes Auto drauf fährt. Und gerade bei so einer langen Strecke ist, denke ich mal, eher das Fatale, dass man sein Auto schrottet. Aber gut, der Phoenix hat tatsächlich auch ein sehr schönes Handling. Den habe ich gar nicht mal so in Erinnerung. Ah, jetzt fahren wir den Highway entlang. Ja gut, dann will ich mal nichts gesagt haben. Sehr schön. Ach, mal am Ende von Highway drehen wir bestimmt um, oder? Oder wir fahren irgendwie rechts wieder rein. Na gut, überraschen lassen. Aber wir haben unsere Führung, denke ich mal, sehr gut ausgebaut. Das sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. So, jetzt ist die Frage, drehen wir jetzt hier um oder fahren wir woanders lang? Aha, wir fahren weiter. Fahren nach rechts. Ja. Okay. Aber auch hier haben wir sehr lange geraden. Ah. Ah. Gott. Ich dachte, den kann man eigentlich einfach umfahren, den Poller hier. Ist nochmal gut gegangen. Das hätte uns auch schnell auf den Rücken legen können. Und jetzt verschwinde hier. Sind wir auch noch nie lang gefahren, fällt mir gerade auf. Also man sieht halt auch mal die schönen Ecken hier von San Fierro in den Rennen. Na, wo geht's jetzt lang? Einfach geradeaus, ja. Okay, jetzt kommt eine kleine Driftstrecke hier, aber ich werde das auf jeden Fall nicht zum Driften nehmen, weil ich will nichts riskieren. Nicht, dass es mich noch irgendwie runterkracht. Na, hier ist ein Unfall passiert. Interessiert mich aber nicht. Ihr könnt ja gerne die Cops rufen, aber ich habe ja keine Zeit. Ich muss ja Rennen fahren. Illegal natürlich. Oh, das hätte jetzt auch schnell... Boah, da kommt er einfach mal runtergefallen. Okay. So, weiter geht's nach rechts. Alter, die ganzen Leute, die fliegen ja einfach vom Berg, oder was? Was sind das für Noobs? Okay, jetzt nehmen wir anscheinend wieder den Highway zurück. Sehr schön. Aber der Motorensound von der... vom Phoenix ist halt... extrem geil. Okay. Ja, jetzt sollten wir eigentlich durchrocken können bis zum Ende. Das sollte jetzt eigentlich auf der Geraden kommen. Beim nächsten Checkpoint eventuell schon.
Ja, und so sieht's aus, das Ende. Jawohl. Dum, dum. 4 Minuten 25, neue Bestzeit. Okay, und jetzt kommt eine 10 Kilometer Strecke, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Aber auch über Land. Country Endurance. Ist auch das letzte Rennen. Mit welchem Fahrzeug? Mit dem Bullet wieder. Okay, sehr schön. Aber über Land? Bin ich auf jeden Fall skeptisch. Ja, der ist erstmal schön gegen den Zaun gehämmert. Der Idiot. Oh, jetzt verpiss dich hier. Also gerade am Anfang nervt die KI extrem. Kann man ja nur irgendwie hoffen, dass sie ja gegen ein anderes Auto fährt. Das hätte mich auch beinahe mitgenommen. Okay. Gut. Die haben wir jetzt schon mal abgehängt. Ah, ich war auch genau in den Reihen. Wo geht's jetzt lang? Ja, geradeaus. Ah, jetzt regnet es auch noch. Erschwerte Bedingungen. Muss ich jetzt auf jeden Fall etwas langsamer fahren, weil das Bremsverhalten wirkt sich jetzt auch aus. Und die Kurvenlage natürlich. Gerade auf dem Landweg könnte es dann kniffliger werden. Problem ist aber, dass ich jetzt auch nicht so chillimilli fahren kann. Puh, also der Regen, der wird mich auf jeden Fall jetzt beschäftigen. So viel steht fest. Aber hier sind auch schöne Geraden. Jetzt fahren wir auch den Berg hoch. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich hier sogar abkürzen, wenn die Checkpoints... Nee. Die sind nicht platziert, dass man abkürzen kann. Oh, und es gewittert stark. Haben aber auch das beste Wetter hier für Rennen. Hoffentlich trifft uns kein Blitz. Nein, das kann natürlich nicht passieren, aber... Ach, bei Gewitter habe ich auch immer etwas Angst, muss ich sagen. Viele unterschätzen es halt. Die laufen einfach draußen rum, aber... Gut, ich finde, Angst ist vielleicht ein schlechtes Wort. Ich denke eher, ich habe einfach viel Respekt davor. Und Respekt sollte man davor auf jeden Fall haben, weil ansonsten... Wenn man einfach nur so schön noch am besten mit einem Regenschirm irgendwie draußen rumläuft, kann das sehr schnell ins Auge gehen. Die Chance ist zwar, glaube ich, sogar kleiner, als wie jetzt, wenn man einen Sechser im Lotto hat, aber sie ist auf jeden Fall da. Und ich denke, da gibt es viele Dinge, die man machen kann, die da natürlich noch die Chance erhöhen, vom Blitz getroffen zu werden. Boah, ich fahre ja aber auch wie ein Halbirrer durch die Gegend. Aber bis jetzt ist das Glück auf jeden Fall noch bei uns. Ah! Oh! Okay, jetzt hatte ich kurz Angst, dass wir runterfallen. Aber wir sind jetzt nicht über auf Landwegen gefahren, oder? Die ganze Zeit nur auf der Straße. So, nach links. Also ich denke mal, jetzt werden wir wieder direkt nach San Fierro fahren und der Regen hört auf. Der Regen hört auf, das ist super. Okay. Also bis jetzt passt, ich denke mal, wir werden durch den Tunnel fahren, oder? Kann das sein? Ah, nein, doch geradeaus. Okay, also die Strecke ist auch... Ja, also jetzt vor allem die Strecke jetzt hier, die ist sehr entspannt. Na, das war eng. So, hier auf jeden Fall Speed weg. Ansonsten schießen wir einfach drüber. Gerade auf den letzten Metern jetzt war das natürlich mehr als ärgerlich.
Aber es scheint so, als wenn wir auch in San Fierro ohne Probleme durch die Rennen gekommen sind. Kommt halt drauf an, wie lang die Strecke jetzt noch ist. Aber wir sind doch hier gleich losgefahren, oder? Ja, wenn nicht hier sogar das Ziel ist. Ist es auch. Ist es auch. Und erledigt. Und noch schön durchheizen, ohne dass ich irgendwas sehe. Also. Cool. Sehr schön. Gut, Leute. Damit haben wir auch hier alle Rennen in San Fierro erledigt. Ihr seht es. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part bei den Rennen in Las Venturas. Euch einen schönen Tag, haut rein, euer Bashix und ciao.